Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Team Sonic Racing. Wir sind im Kapitel 2 gelandet und fangen da an mit 2-1. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir haben neue Charaktere freigeschaltet und machen den Part heute mit Amy. Und schauen einfach mal, wie wir uns im rosa Auto schlagen werden. Ich bin gespannt. Wie immer, während wir reden, bin ich leise und blende mich aus. Ich bin auch neugierig. Hab keine Einladung gekriegt, aber meine Quellen haben mir von dem Rennen und dem Treffen hier berichtet. Ah, da seid ihr. Seid ihr bereit für meinen großen Wettstreit? Nun, wo ich dich sehe, wohl eher nicht. Tanuki sind berüchtigte Schwindler und ich will in keinerlei Pläne verwickelt werden, egal wie interessant. Vielleicht kann ich dich überzeugen, es geht um eine beträchtliche Geldsumme. Geld? Ich bin dabei. Kommt, Leute, wir müssen mitmachen. Du hast dich wohl entschieden, Vector. Wir kommen mit, aber nur um dich aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Und dazu kommt es ganz bestimmt. So, hört sich ja ganz interessant an. Die kommen mit, um ihn aus Schwierigkeiten rauszuhalten. Na, da bin ich ja mal gespannt, was es da für Schwierigkeiten geben wird. Das ist ein Teamrennen. Ich muss sagen, ich finde diesen Modus CS nett so, dass er sozusagen einen Story-Modus mit Rennen hat. Aber sowas gibt es in der Form ja in Mario Kart irgendwie nicht. Und ich finde das von denen dementsprechend ist toll und gut umgesetzt. Also da, das finde ich besser als in Mario Kart. Also normale Verso-Rennen werde ich bestimmt in Mario Kart besser finden, aber so die Idee von dem Modus an sich und von der Umsetzung finde ich hier wirklich fast besser. So, diese Strecke kenne ich hier wirklich noch aus alter Kindheit. Ja, wieso kommen die hier jetzt so komplett entgegen, aber okay. Jetzt sind die hier so 12 Leute oder wie kann das sein? Also hier, ich glaube, ist alles so ein bisschen schneller zumindest, was die Sache für mich nicht gerade einfacher macht. Aber es kann auch sein, dass einfach die Charakter nicht klarkommen, ne? Weil ich, sagst du mal gleich, es kommen nicht auf alle Charaktere klar und ich glaube, das ist einer von denen, auf die es eher so, naja, klarkommen. Aber mal sehen, weil ich meine, Pinks Auto ist ja doch definitiv schon mal eine gute Start-Option hier in den Rennen. I mean, why not, ne? So. Ich mag dieses Spiel an sich wirklich total gerne. Das erinnert mich also total an meine Kinder. Das ist unglaublich. Das sage ich gefühlt jedes Mal, aber es ist auch jedes Mal einfach so. Und ich werde auch dauernd das Geswafel dazu. Mann, ich knall hier immer dagegen. Die machen es irgendwas falsch an dieser Stelle. Was echt nicht so feierlich ist. Bam! Was immer das von Turbo trifft war, ich bin froh, dass ich den genommen habe, weil ich muss jetzt so langsam hier nach vorne arbeiten. Und das ist gut. Es macht mich jetzt irgendwie echt immer mehr hier auch mal einen alten Thema wieder anzufassen. Das ist echt unglaublich. So. Das kann eine Abkürzung sein, wenn man es richtig macht. Kann mich aber auch treffen und ich kann in die Hose gehen. So wie jetzt, wenn man es nicht richtig macht. So, eine Runde noch. Hier gebe ich nochmals extrem viel Gas und will schauen, dass ich nochmal das Beste irgendwie hier raushole. Und jetzt werde ich nicht von anderen gerammt. Danke dafür, Merkel. Wunderbar. Es hat funktioniert, aber dafür falle ich jetzt runter. Ah, komm. Was ist denn hier los, Bro? Also die Runde reißt bis jetzt noch nicht so viel, aber es war bis jetzt auch immer so, dass ich das bis zum Ende zumindest noch einigermaßen ins Positive gezogen habe hier. Den ganzen Spaß und Armin. Why not now? Dieses habe ich so Turbo. Hätte ich den mal gezeigt genutzt, hätte er mir auch was gebracht, ne? Sind diese Hätte-Hätte-Fahrradkette-Sätze. Aber ich bin Erster. Lol. Ich sag ja, irgendwie, wie auch immer ist es schaff, zum Schluss bin ich immer Erster in diesem Spiel.
Auch wenn ich sonst irgendwie total kurios, komisch, nice starte. Und das ist interessant. Ja. Habe gut gemacht. Stimmt, Sonic und Co. ist ja gar nicht mal mit meinem Team. Nachdem ich das Team gewechselt habe. Was hältst du von diesem Dodon-Paar, Amy? Traust du ihm? Naja, es geht so. Auf jeden Fall behalte ich diesen Tanuki im Auge. Du musst die Strecke im Auge behalten, wenn du das Rennen gewinnen willst. Das ist ein bisschen so wie diese Sonic-Sack-Dinger, die es im alten Teil immer gab, während das Zeugs geladen hat. Lass sehen. So, sehr gut. Das haben wir gut gemeistert. Wir haben auf einmal schon 2,5. Was ist das? Teamrennen? Ringherausforderung. Halte eine Silbermedaille. Okay. Das haben wir uns einfach mal an. Das machen wir wie immer heute noch mit Amy, weil wir heute einen ganzen Part mit Amy machen. In dem schönen rosa Auto. Hey Silver, lang nicht gesehen. Du bist aus der Zukunft gekommen? Ja, ich erhielt die Einladung 200 Jahre in der Zukunft und bin in die Vergangenheit gereist, um teilzunehmen. Wow, Dodon Park kann Gegenstände durch Raum und Zeit schicken? Solche Technik kann einem direkt Angst machen. Dodon Park ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie cool er ist, Big, aber er ist mächtig. Gefährlich mächtig. Und ich traue ihm immer noch nicht. Knuckles ist da noch ein bisschen vorsichtig und traut ihm noch nichts, aber ist auch nichts. Der hat bestimmt einiges auf dem Kasten. Nicht unbedingt positiv gesehen. Ich presse ihn ab, meinen jetzt zu trauen. I don't know. Weiß es noch nichts. Weiß es noch nichts. Das wird es zeigen. So. Hier müssen ein paar Rings hinsammeln. Das war mal ein Turbo-Start. Okay, ja. Hier muss noch möglichst viele von den Ringen sammeln. Da habe ich es mal erfolgreich verkackt. Ich mag solche Missionen, mag ich auch sehr gern. Die gab es auch in alten Teilen. Wenn man nicht gerade gegen die Wiese fährt, ist das alles auch ganz nett. Und damals war es früher auch nicht so schlecht drin. Jetzt hier natürlich schon, wir müssen erstmal dran gewöhnen hier. Ich brauche ein bisschen. Oh Gott, okay. Kaum Zeit für ein Stuff und sowas, okay. Das machen wir nochmal. Jetzt einfach direkt dadurch die riesen Mengen hier durchrasen, glaube ich, dann bekommen wir auch genug. So, weil an sich bin ich hier, wie gesagt, wirklich eigentlich gar nicht mal so ganz lässt drin, wenn ich nicht mein Lenkrad komplett zerreiße. Ich habe jetzt wieder nicht zufrieden viele Dinger eingesammelt. Das ist nicht feierlich. Mann! War dann doch das hier das letzte Mal, ne? Oh ne, immer ein Bronzehammer. Haha. Bronzemedaille. Machen wir nochmal. Aber hier müssen wir mal verbessern hier. Einmal machen wir es noch. Ach nee, nee, nee. Das ist jetzt ja komplett versagt. Ich meine, hey, ich habe jetzt erst 20. Von weiß Gott, wie viel es in dem ganzen Spiel gibt. Das Problem ist halt, wenn ich immer auf die Wiese fahre oder sonst wo hinfahre und so eine Scheiße hier mache, dann kann es auch vorne und hinten, links und rechts nichts werden. Das war ich jetzt auch weniger habe als das letzte Mal vermutlich, ne? Nee, gut, beenden, ne? Das ist jetzt so kleine Mission. Keine Ahnung, irgendwie war es da früher aber besser drin. Aber die gibt's halt. Aber hey, immerhin 2 Sterne. Das ist doch auch so mal gut. So, ja, das war's jetzt also auch mit dem Part. Ich weiß, das ist leider ein bisschen kürzer geraten, aber heute kommt dann noch ein Part um 20 Uhr. Und, oh, sorry, und ich muss jetzt gleich zum Zeitpunkt, wo es den Part aufnehmen ist, und weg. Da hat mich der Party leider kurz, das heißt, tut mir erst leid. Ich bin deshalb noch so im Voraufnehmen-Stress.
dass es manchmal einfach nicht geht. Das ist, wenn ich Zeit habe, es sind ein paar Eindrücke, die ich dann aufnehme, weil es muss ja noch cutten und alles. Braucht zu seine Zeit. Deshalb war es das mit dem Part, aber um 20 Uhr kommt der nächste Part, der ist dafür ein bisschen länger. Das war's Presses alles. Da geht's dann weiter hier mit den Level 2.5. Auf das ich sehr gespannt bin. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!